Sie läutet wieder. Hoch im Vierungsturm des Kölner Doms hat die 400 Jahre alte Clara-Glocke einen neuen Platz gefunden. Sie ist nun die 12. Glocke des Kölner Doms. Die Zahl 12 ist eine wunderbare biblische Zahl, 12. Und diese Glocke hat eine Geschichte in der Stadt Köln und hat auch schon mal hier am Dom gehangen, um sie jetzt wieder einfügen zu dürfen. Und das in dem Jahr, in dem der dicke Pitter 100 Jahre alt wird, ist ein wunderbares Gefühl und ich freue mich schon, wenn dann mal das Vollgeläut demnächst zu hören ist. Es ist früher Montagmorgen, als zwei Transporter aus der Eifel vor dem Kölner Dom anrollen. Julius Maas von der Firma Eifeler Glockenservice und sein Mitarbeiter Stefan Krest bringen die frisch restaurierte 70 Kilogramm schwere Clara-Glocke zurück nach Köln. Der Weg führt über den Lastenaufzug auf der Nordseite hoch in den Vierungsturm. Die 1621 gegossene Glocke befindet sich seit dem vorletzten Jahrhundert im Besitz des Domes und hing zuletzt bis in die 1980er Jahre an der östlichen Außenseite des Gotteshauses. Dann verschwand sie im Depot des Doms. Zuvor hing sie wohl im alten Kölner Klarissenkloster, dort, wo heute der Architekt Kaspar Krämer sein Büro hat. Seine Familie und er haben mit einer großzügigen Spende die Wiederaufhängung ermöglicht. Glocke und Tragebalken erreichen schließlich dank Muskelkraft und Flaschenzug den Glockenturm des Vierungsturms. Hier wird die Clara-Glocke von nun an der Angelus-Glocke, der Wandlungsglocke und der Met-Glocke Gesellschaft leisten. Karabiner drücken und drehen. Sie wird nicht mehr, wie sie eine Zeit lang hatte, einen eigenen Dienst haben, nämlich zu einem bestimmten Gottesdienst, dem Kapitelsamt zu rufen oder als Brandglocke, als Alarmglocke zu dienen, sondern sie wird sich einfügen in die Musik des Gesamtgeläutes. Und da hat jeder Ton seine eigene Aufgabe und so wird diese Glocke sich da auch einfügen in dieses Gesamtgeläut des Domes. Bis es soweit ist, wird es noch ein paar Wochen dauern. Die elektrische Läutemaschine muss noch eingebaut werden. Dann kann die Clara-Glocke per Knopfdruck aus der Sakristei des Domes ein- und ausgeschaltet werden und das Gesamtgeläut des Domes um eine neue Klangfarbe bereichern.